So und 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 so. Alter, was machst du denn hier? So. Creeper? Nee. Sehr schön. So. Ja, sieht doch schon mal hier als Gatter ganz ansehnlich aus. Da kommen dann erstmal die Kühe rein. Alter, was baue ich mir denn hier für eine Scheiße zusammen? Irgendwie wird der dieses Fokusding immer versetzt, wenn da hier so ein Gras ist. So. Ey! Verzieh dich bloß. Verzieh dich bloß. Hehe, kommst nicht ran, wa? Hehe. Ja, kannst mich mal. Du Kackviech. Wow. Noch einer? Nee. Hm. Okay, dann bauen wir doch einfach mal hier unser Tor rein. Das sieht soweit ganz gut aus. Zack. So. Jetzt brauchen wir dann... Oh, da ist ja schon wieder einer. Stirb! Baue ich bei Zeit mal wieder auf. Warum spawnen die Drecksäcke jetzt eigentlich hier die ganze Zeit? Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Alles schön ausleuchten. So, jetzt wird es nämlich auch langsam wieder morgen. Und wenn Tag ist, dann hoffe ich, dass mal hier... Ja, guck mal, da ist auch Weizen soweit fertig. Da können wir dann die Kühe anlocken. Solange bleibe ich jetzt noch hier ein bisschen in Bewegung und kann eigentlich hier nochmal gleich das nächste Ding dran setzen. Ey, dieses pff, Mann! Creeper? Nee. So. Das hat diese ganze Kacke hier wegmachen. So. Schön alles weg. Wird das nämlich noch der Hühnerstall hier? Wie groß habe ich denn gemacht? So. Genau so groß. Also manchmal stelle ich mich auch an hier. Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich glaube, die Katzen hört man jetzt definitiv. Mädels, müsst ihr so einen Krach machen? So, guck mal. Da haben wir ja auch gleich wieder hier ein bisschen Zeug. Das können wir dann gleich wieder anpflanzen. So, sehr schön. So, und da hinten haben wir auch noch einen. So. So, dann holen wir uns da erstmal die Kuh, die wir schon hier direkt dran haben. Komm. Wo bist denn du? Okay, die Spinne dürfte ja jetzt nicht mehr aggro sein, oder? Nee, ist sie nicht. Die ist lieb. Komm her. Los. Boah, das Ding, das stampft aber hier rum. Mo, ja, komm rein hier. Komm. Alles klar, meins. So, dann holen wir von da drüben noch die Kühe. Vielleicht kriegen wir da ja ein paar mehr als eine. Dann haben wir zumindest schon mal unsere Fleisch-Nahrungszufuhr gedeckt. Das geht mit Kühen ja ganz gut. Außerdem bekommen wir dann auch noch ein bisschen Leder. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Da haben wir zwei Hühnchen. Die können wir uns dann auch gleich noch holen im Anschluss. Hühner sind auch gut. Die vervielfältigen sich von selbst. Moment, machen wir erstmal so. So, 1, 2, 3, 4 Kühe haben wir. Das wäre natürlich echt hammergeil, wenn wir die alle kriegen würden hier. So, kommt mal her, Schätzchen. Du auch. Ich will euch alle. So, und die eine Wasserkuh hier. Ach ne, ist doch keine Wasserkuh. Alles klar. So, Mädels, jetzt geht's zum Schwimmen. Alles klar, sauft mir nicht ab. Wie war das? Kühe können voll laufen im Wasser, angeblich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kennt sich einer davon aus? Hat da schon einer mal Experimente gemacht? Feldstudien oder so? Ey, hau nicht ab! Kommst du wohl her? Ey! Dummes Kackviech.
Genau. Du auch. Los. Hallo, guck mich an. Ja, genau. So ist brav. So. Ihr seid eh alle Schlachtviech. Da könnt ihr gucken, wie ihr wollt. Jetzt schön langsam, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man zu weit weg ist, dann hauen sie wieder ab, die Scheißviecher. Ja, guck mal. Meine Güte. Los. Stoff hier. Was haben wir eigentlich noch? Oh Gott. So, gehen wir mal da an Land. Los, kommt. Mo, mo. Ja, die Baumsamplings sollte ich dann auch mal langsam setzen. Ja, die brauchen ja auch wieder eine Zeit lang, bis die gewachsen sind. Das verbraucht gar kein Essen hier, ey, wenn man die ganze Zeit hier am Schwimmen ist. Ach, guck mal. Ein Traum. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Gar nicht. Ist ja der Hammer. Hier. Genau. Kommt schön jetzt zu der anderen Kuh. Das ist eine Freundin von euch. Also eigentlich nicht, ihr seid Exportkühe, aber... So, jetzt kommt ihr rein. So, einer nach der anderen. Los. Steht euch nicht gegenseitig im Weg rum. Los, kommt rein hier. Ihr Kackviecher. Ach, guck mal. Geht doch. So, jetzt ihr restlichen zwei, ihr könnt da auch wohl noch hier reinkommen, oder? Jetzt muss ich das ganze Ding wieder abbauen hier. Los. Sag mal, stellt ihr euch echt so dumm an? Die stellen sich echt selten dumm an hier, die Scheißviecher. Nein! Los. Jetzt komm her. So, geht doch. Oh. Ja, ein Traum. Dann machen wir jetzt einmal den hier. So. Meins. Alles meins. So, ihr könnt mal vögeln. So, dann hole ich mir jetzt noch die Hühnchen. Weil Hühnchen sind immer gut. Außerdem legen die Eier, da brauchen wir nur zwei. Wenn da noch ein drittes kommt, ist das nice to have. Aber die vermehren sich ja quasi von selbst. Naja, wird schon. So, da ist eins. Wo ist der zweite? Das waren doch alles hier solche Unterwasserhühner, oder? Hm. Ich glaube, so eine Hühnerfarm werde ich mir ja auch noch bauen. So eine Legebatterie. Das funktioniert nämlich echt gut. Da kommen dann die Eier und die Hühner raus wie am Schnürchen. Ja, genau. Kommt her. Chicken! Ach, ist das schön. Kommt her. Ja, Hühnchen. Ach, guck mal, da sind ganz viele Hühnchen. Ich weiß gar nicht. Je mehr Hühnchen, umso mehr Eier, oder? Jetzt komm mal her. Jetzt nehmen wir sie alle mit. Komm, du auch noch. Los. Genau. Oh, das eine Hühnchen geht da schon unter. Los, komm. Ja, komm. Komm, komm, komm. Ihr werdet der Start für meine Legebatterie. Ja, genau. Ihr, die ihr mich hier so richtig schön anglotzt. So. Wo gab's das eigentlich? Ich glaube, in Zelda gab's das. Glotzfrösche. Ach, dam, dam, da, da, dam, dam, da. Hm. Aber der Ozean, der gefällt mir schon mal richtig gut. Da sind auch richtig schöne fette Schluchten drin. Das ist schön. Das finde ich echt genial. Ach. Gott, ich bin jetzt schon wieder am Plan, wie ich da irgendwie was zwischenbaue und... Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das genau bauen will. Also, es wird geil. Das steht schon mal fest. Also, es wird echt geil. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, das steht schon mal fest. Mal
Okay, wir müssen da lang. So. Komm. Ach, die Viecher machen immer so einen Krach. Was, wird das jetzt schon wieder dunkel? Nee. Das sieht mir aber nach Regen aus oder sowas. Das ist auch der Vorteil von einem Unterwasserhaus. Tag-Nachtwechsel und Regen und so weiter, so ein Quatsch, das stört einen dann überhaupt nicht mehr. Los, kommt Hühnchen. Gib mal Gas. Los. Alle herkommen. Bock, bock, bock. Ach, da hat gerade einer ein Ei rausgedrückt. Das schmeißen wir gleich noch da rein. Los, alle herkommen. So. Ach, guck mal, vorbildlich, oder? Vorbildlich. So, wo haben sie das Ei fallen lassen? Irgendwo war das doch hier, oder? Ja, guck mal. Plopp. Finden wir jetzt hier noch ein paar Seeds, um die zu füttern. Hm. Scheinbar nicht. Doch, finden wir. Oh, ganze 3 Seeds jetzt. Alles klar. Ein bisschen wenig für die Hühnerzucht. So, das sieht doch schon mal gut aus. 8 Stück, da kann jedes einmal das andere besteigen. Zack, zack. Nein! So, ihr zwei nochmal und ja. Du bist forever alone. Kann man jetzt nicht ändern. So, was haben wir denn eigentlich aufgesammelt? 16 davon und 10 davon. Das ist doch schon mal ein Wort. Ja, machen wir das doch einfach hier. Zack, 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 zack. Schön erstmal hier in den Wald hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wachsen die auch auf normalem, also auf diesem Sand hier? Hm, ist egal. So. Kann jetzt natürlich sein, dass die alle ein bisschen nah zusammenstehen, das ist mir aber Rille. Wichtig ist, wir haben jetzt erstmal hier Viehzeug. Farm, die arbeitet mir hier noch ein bisschen zu lahmarschig. Da werden wir jetzt noch mal ein bisschen was anbauen. Ist die Hacke dafür natürlich da drin. Ach, ein Traum. So, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Können wir irgendwas ernten? Ja, dich können wir noch ernten, ja. Nein. Sonst? Ne. Sonst noch gar nichts. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. 6, 7. Dahin. So. Ja, haben wir doch gut was geschafft heute. Ja, bock, bock. Die legen hier schon fleißig Eier. Das ist schön. Bevor wir uns da jetzt irgendwelche Creeper ankommen, die uns das Ganze wieder wegsprengen, verziehen wir uns mal. Und wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung machen. So. Wir brauchen Kistchen. Und wir brauchen Platz. Und ein Bett wollte ich mir auch noch bauen. Heißt, wir machen jetzt erstmal Platz und ein Bett. Oh, guten Tag auch. Wir haben ein Freiluftgehege. So. Ja, das wird erholsamer Schlaf hier unter den ganzen Viechern. Was will man denn mehr? So eine Kuh und ein
Huhn und alles Mögliche über einem. Ist so ein Traum, oder?